Moin alle zusammen, hier ist wieder Attila und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein Toy, was wir uns hier in Quartier spielen können. Und zwar müssen wir aber diesmal für das Toy ein wenig Ruf hochfarmen. Wir brauchen nämlich einmal den Ruf auf Stufe 5 bei der Ruffraktion Archivar Codex. Und das habe ich mit dem Char hier schon gemacht und dann können wir uns nämlich ein Item kaufen bei der Fraktion. Und dieses Item schimpft sich Untersuchungsbericht uralte Schreine und das bekommen wir einfach ganz normal hier bei unserem NPC in der Höhle, den wir am Anfang über die Questreihe hier in Cortia freigeschalten haben. Sobald wir das Item gekauft haben, wie gesagt auf Rang 5 könnt ihr das erst kaufen, kostet 1000 von dieser Währung. Ich habe es euch hier mal rausgesucht. Hier nochmal Untersuchungsbericht, uralte Schreine schimpft sich das. Und da brauchen wir 1000 von der katalogisierte Forschung. Und wenn ihr euch das gekauft habt, dann könnt ihr mit insgesamt 3 Schreinen interagieren. Einer war hier oben, einer war hier irgendwo und einer ist quasi hier. Den letzten habe ich noch nicht aufgemacht. Und wenn ihr hier hoch auf den Berg lauft, auf den Koordinaten 39, 43, dann könnt ihr quasi mit diesem Schwert hier interagieren und dann müsste hier ja genau so ein bisschen Plattformen auftauchen, die können wir dann entlang laufen und am Ende dieser ganzen Plattformen befindet sich ein Schwert und mit diesem Schwert können wir auch wieder interagieren und dann gibt es hier dementsprechend eine Quest und für die Quest als Belohnung bekommen wir dann das Toy, um das es sich hier dreht. Schattenschnitt-Kurzschwert schimpft sich das und das nehmen wir jetzt mal an. Und diese Quest müssen wir jetzt einmal abgeben. Ihr merkt gerade, hier ist wieder World Boss Action, so wie es aussieht, weil es laggt doch dezent. Jetzt hoffen wir mal, dass das funktioniert. Ja genau, das müssen wir jetzt hier im Lager abgeben. Ich habe die anderen Quests auch mal angenommen. Und dann kriegen wir das Schwert einmal als Belohnung. Wer sich jetzt gerade wundert, immer wenn hier in Cortia World Boss oder im Schlund besser gesagt World Boss Gruppen sind, dann leckt leider die Zone wie blöd und das ist jetzt auch gerade der Fall. Normalerweise sollte das alles instant gehen. Wie gesagt, wir kriegen hier insgesamt 3 Quests, die anderen beiden habe ich mir auch schon geholt. Für die gibt es übrigens keine besonderen Belohnungen, außer halt dementsprechend auch wieder unsere Währung, die wir brauchen, um dementsprechend noch ein paar andere Items zu kaufen, wie zum Beispiel Sockel-Upgrades, die man auf bestimmte Items draufpacken kann und Conduit-Upgrades, glaube ich, bis sogar auf die maximale Stufe. Ich glaube, 252 war das in dem Fall. Also das Zeug lohnt sich, falls ihr auf der richtigen Rufstufe seid, ne, auf 5, dann könnt ihr das auch noch mitnehmen. Gibt es noch ein bisschen extra Ressourcen. So, wir geben das Ganze jetzt hier bei ihm in der Höhle ab. Der ist übrigens auch der Händler, der uns das Item verkauft. Beziehungsweise alle Items hat, die mit dieser Ruffraktion einhergehen. So, jetzt versuche ich mal die Quest hier abzugeben. Das laggt jetzt ein bisschen. So, dann haben wir die zweite Quest, die gibt auch nochmal 57. Wir kriegen übrigens 500 Ruf, sehe ich gerade. Also für die Leute, die da auch noch die Ruffraktion hochkriegen wollen, ist eine nette Geschichte. Und dann haben wir jetzt als letztes noch das Schwert. Und ich würde sagen, das lernen wir. Ach übrigens, und es ist auch noch hier für ein Achievement praktisch, Rückgewinnung der Relikte, aber dazu werde ich dann auch nochmal ein extra Video machen. So, wir gucken uns jetzt einmal das Schwert an. Ich hoffe, das Gelegge stört da jetzt nicht zu sehr. Schattenschnitt-Kurzschwert, einmal gelernt. Und dann können wir es uns hier auch anschauen. So, was macht das gute Ding? Wo haben wir es denn? Nee, Schatten... Okay, irgendwie taucht es nicht aus. Warte mal, gehen wir mal Kurzschwert ein. Ah, da haben wir es. Irgendwie hat es nicht ganz funktioniert. Egal, unter Kurzschwert haben wir es auf jeden Fall gefunden. Und jetzt schauen wir mal, was es macht. Trennt den Schatten des anvisierten Spielers ab. 5 Minuten Abklingzeit. Und da werden wir uns jetzt einfach einen hier raussuchen. Okay, der ist offline, den suchen wir uns vielleicht nicht raus. Am besten keinen, der aufgemountet ist. Nicht, dass das dann buggt. Hier haben wir einen. Setzen wir das Item mal ein. Okay, das war jetzt irgendwie ein bisschen unspektakulär tatsächlich. Also wir haben es eingesetzt, der Schatten wurde kurz abgetrennt, viel mehr ist nicht passiert. Ich mache es jetzt mal so, dass wir uns das nochmal genauer anschauen können. Ich habe hier noch einen zweiten Account am Start, da lade ich mich mal selber ein. Vielleicht kommen wir dann auch auf einen Server, der nicht ganz so laggy ist tatsächlich. Und dann probieren wir das nochmal beim Twink aus. Vielleicht klappt das dann besser. So, jetzt stellen wir uns mal hier in die
Beziehungsweise, nein, ich kann ja mit dem anderen, habe ich jetzt keine Abklingzeit. Schauen wir da wieder. Kurzschwert, genau, da haben wir es. Jetzt trennen wir mal von uns selber den Schatten ab. Ah, habt ihr gesehen, da kam kurz der Schatten und der ist dann verschwunden. Ah, nee, hier ist er jetzt nochmal. Ah, seht ihr das? Jetzt läuft er weg. Okay, ist ein ganz cooles Ding. Ich hätte jetzt gedacht, dass da vielleicht noch ein paar mehr Effekte kommen. Schade, mehr ist es tatsächlich nicht. Und ja, dann mit wären wir an dem Ende von dem kleinen Toy Guide. Hier beim Twink habe ich die Sachen noch nicht aufgemacht. Da seht ihr auch nochmal die anderen Positionen. Also hier oben auf den Koordinaten 18, 37. Hier waren wir ja gerade oben bei dem Toy, bei den Koordinaten 39, 43. Und hier war das letzte bei 24, 56. Mit dem Twink muss ich es auch nochmal machen, um die Sachen zu holen. Und wenn ihr euch fragt, was das für ein Addon ist, das ist Handy Notes und Handy Notes Shadowlands. Gut, damit verabschiede ich mich jetzt mit dem kleinen Videoguide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Hey, ciao.